Bienvenido a Mallorca, Lieblingsreiseziel für Millionen Deutsche. Bereits im ersten Quartal dieses Jahr gab es 21% mehr Flugreisen als 2019. Wahlmallorquinerin Selina Lehmann lebt seit 14 Jahren auf der Insel, teilt ihre Tipps im Blog und einem Reiseführer. Und zeigt die 30-Jährige ihre Lieblingsspots abseits des Trubels und verrät echte Insider-Tipps. Durch die Corona-Zeit war es einfach so, dass wir viel Zeit hatten, die Insel nochmal für uns auch zu erkunden. Und da sind viele Hotspots dabei, die noch nicht mal die Einheimischen kennen. Los geht's mit einem Superlativ, das aber dennoch ein Geheimtipp ist. Fornalutsch, alias das schönste Dorf Mallorcas, für manche sogar ganz Spaniens. Das haben sich die Bewohner nicht selbst ausgedacht. 1982 erhielt das 700-Seelendorf im Tramuntana-Gebirge in einem Wettbewerb erstmals den Titel und wird seitdem immer wieder ausgezeichnet. Fornalutsch ist für alle diejenigen etwas, die so das ursprüngliche Mallorca sehen möchten. Denn man hat hier wirklich das Gefühl, dass die Zeit hier stehen geblieben ist. Es ist alles sehr liebevoll geschmückt mit Blumen und Pflanzen. Man sieht das hier ja auch. Und auf jeden Fall auch sehr sauber. Allerdings hat vor allem diese Treppe inzwischen VIP-Status als Social-Media-Star, was sich bemerkbar macht. Das erste Mal in Fornalutsch war ich ungefähr vor 4 Jahren. Da war das noch sehr ruhig. Also es ist jetzt immer noch ruhig, aber man merkt schon, es wird ein bisschen mehr Trubel jetzt. Also es spricht sich schon rum, ne? Dass es ein sehr schönes Dorf ist und vielleicht auch noch ein Geheimtipp ist. Und wie finden die Bewohner diese besondere Ehre? Das ist etwas sehr Besonderes, wie unser Dorf eben. Die Menschen hier, die Umgebung mit dem Tramuntana-Gebirge ringsrum, das ist alles schon sehr, sehr schön. Hier sind jetzt immer viele Fremde, Deutsche, Engländer, Schweden, Franzosen, viele Leute. Wer sich selbst ein Bild machen mag, sollte in der Hauptsaison früh losfahren, um noch einen Parkplatz zu ergattern. Jetzt gibt's Shopping Insider in Mallorcas Hauptstadt Palma, die für gute Laune sorgen. Wie das Flamingos für Vintage-Fans und Schnäppchenjäger. Auch ausgefallene Mallorca-Mitbringsel finden sich hier für alle, die den Laden finden. Ich habe 4 Jahre hier in Palma gewohnt und ich glaube, erst nach 2 Jahren ist mir dieser Laden aufgefallen, weil er eben nicht auf der Haupteinkaufsstraße ist, sondern in so einer kleinen Nebengasse bzw. im Künstlerviertel Sagrera. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Geheimtipp hier. Besitzer sind Antonio Garcias und sein niederländischer Partner, die hier vor allem Secondhand-Sachen aus den USA verkaufen, allerdings ohne fixe Preise. Was Shoppen im Flamingos ausmacht, ist, dass du einige Sachen aussuchst, die wiegen lässt, wir sagen einen Preis, über den wird verhandelt. Gibt es einen Discount oder nicht, das gehört hier dazu und macht Spaß. Die meisten kaufen dann sowieso alles, weil es so günstig ist. Der 41-jährige Fan von 80s und 90s Fashion hat jede Woche ein neues Lieblingsteil. Derzeit ist es dieses Football-Shirt mit Pailletten. Janine Rogge steht da eher auf einen Statement-Shopper. Mit Freund Patrick macht sie Kurzurlaub in Palma. Tatsächlich sind wir hier gerade zufällig vorbeigekommen. Der ist halt mega cool. Das ist halt so ein kleiner, süßer Vintage-Shop. Alles mögliche an Krimskrams mit drin. Coole Designs, ja. Er hat viel selber gemacht. So die Boards sind aus alten Skateboards. Ja, solche Läden trifft man und findet man gern. Hier gibt es so viele ausgefallene Sachen und Accessoires und die ganze Einrichtung und Deko. Ich finde es eigentlich relativ cool gemacht mit den Kilogrammpreisen, also es ist nicht zu überteuert. Schont also das Urlaubsbudget und so bleibt was übrig für den nächsten Insider. Wenige Straßen weiter wurde eine kleine Inselboutique zum Superstar auf Instagram, weil sie fast täglich unterhaltsame Tanzeinlagen postet. Erst durch diese Tanzvideos hat man richtig gemerkt, dass es auch über die Grenzen, über die spanischen Grenzen hinaus bekannter geworden ist. Deswegen, ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Dabei ist das Ganze aus der Not entstanden. Vor 5 Jahren wird das Mare Castagna von den Insulanern Vicky Pinar und Sergio Gamisans eröffnet, um ihre eigene mallorquinische Mode und Accessoires anzubieten. Durch Corona-bedingte Zwangsschließung musste 2020 ein Online-Shop her. So kam die Idee, die Mitarbeiterinnen zu Models zu machen, die täglich ein neues Outfit der aktuellen Kollektion tragen und darin tanzen. Mit ungeahnten Folgen. Mallorca ist ja sehr klein, jeder kennt sich hier, aber jetzt haben wir überall Follower und wir lieben es hier vor dem Laden auf der Straße zu tanzen. Da sind wir schon sowas wie Superstars. Das ist cool. Und
und bringt Schwung in den Arbeitstag der 25-jährigen Verkäuferin, die extra eine Stunde früher anfängt, um den Tanz des Tages zu üben und zu filmen. Selina bekommt spontan eine Kostprobe davon, was für die 6 Mitarbeiterinnen inzwischen Morgenroutine ist. Ich habe das nicht gelernt und ich finde auch, ich tanze nicht wirklich gut, aber wir versuchen es einfach und üben jeden Morgen. Es macht Spaß. Und die nachhaltig produzierte Mallorca-Mode gibt's ab 50 Euro. Und damit höchste Zeit für einen Abstecher in Palmas Partyviertel Santa Catalina zur Cocktail-Hour in der Rooftop-Bar des Hostel Cuba. Die sind zwar für 14 bis 22 Euro nicht günstig, doch Schnappschüsse mit Mega-Aussicht gibt's gratis dazu. Und die Sturmfrisur ebenso. Die Bar ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsbars hier in Palma. Nicht nur, weil es hier unglaublich gute Cocktails gibt, sondern weil man eben auch diesen unglaublich tollen Blick auf die Kathedrale und generell auf Palma hat. Heute, wie man sehen kann, ist es ziemlich windig, aber für diesen guten Blick nimmt man auch ein bisschen die Sturmhaare in den Kauf. Seit Beate Nuxal in Palma lebt, ist sie regelmäßig hier oben, meist zum Vorglühen und Vorzeigen. Immer wenn das Wetter gut ist und ich den Blick genieße oder auch Besuch aus Hannover, aus meiner Heimat habe, präsentiere ich ganz gerne diese Bar, weil es einfach so einzigartig ist. Wahnsinnig schön, das erste Mal hier, also wirklich ein Traum. Eine Reservierung wird vor allem abends empfohlen, denn 2022 wird der Ansturm noch größer, prophezeit der Manager. Now Germany, a lot. Vor allem aus Deutschland kommen gerade sehr viele Besucher und es werden täglich mehr. Zurzeit sind hier 90% Touristen und 10% Einheimische. Wo die so abhängen, zeigt uns Selina natürlich auch. Im Altstadtviertel Sa Cerreria gibt es viel günstigere Drinks und fast nur Mallorquiner. Es hatte früher so den Ruf, ein Prostituiertenviertel zu sein. Mittlerweile hat sich das aber komplett geändert. Mittlerweile ist es nämlich so, dass es ein angesagtes Szeneviertel ist und hier reihen sich kultige Bars aneinander. Ihr Favorit ist die Sa Schuketeria. Hier sieht man Sachen, die normalerweise nicht in Bars, sondern in Kinderzimmern zu finden sind. Allerdings nur in denen der 70er bis 90er Jahre. Für den 41-jährigen Barbesitzer ein Herzensprojekt. Das erste hier war das Fahrrad. Das musste sein, weil ich so eins als Kind nie hatte. Dann haben Leute aus der Nachbarschaft Spielzeug gebracht. Und ich habe viel Secondhand gekauft. Das teuerste Stück ist Elvis für 500 Euro. Das begehrteste Kermit der Frosch, der sogar schon gestohlen wurde. Im Gegensatz zu Touristenbars gibt's hier keine Karte. Mallorquiner bestellen einfach, was sie mögen oder lassen sich was empfehlen. Was man hier unbedingt trinken sollte, anscheinend ist der sogenannte Fireball. Der besteht aus Whisky, aus Zimt und Chili. Und den probieren wir jetzt mal. 3,50 Euro kostet das feurige Vergnügen. Salut! So bietet selbst Mallorca noch viele versteckte Ecken und hübsche Spots, die nicht schon jeder kennt.